Aus diesem tiefen Erleben dieser Erfahrungen gestalten sich die Bilder zuerst geistig, mental in mir. Ho portato queste comete che sono un simbolo di vitalità, di percorso, di viaggio. E sono state fatte sia con la tecnica della maionica e anche con la tecnica del rapu. Und dann fließt es eigentlich wie ein geistiger Strom durch mich in meine Hand. Und von daher sind die Bilder einfach authentisch. Per l'edizione 2011 di Cantine Aperte abbiamo proposto nelle due giornate, sabato e domenica, dei workshop sulla ceramica Raku a cura di Ivan Olivieri, che viene da Perugia. Abbiamo anche un altro momento specifico, che è l'inaugurazione della mostra personale di Marianne Christine. Questa giornata si inserisce in un calendario molto più ampio, perché l'idea della tenuta è quella di unire tutto l'anno il vino e la cultura in tutte le sue forme. Quindi riusciamo ad avere un turnover di almeno 4 artisti all'anno ormai, e poi abbiamo altri momenti specifici che sono per esempio la Notte Bianca in Collina, Natale in Cantina. Quindi nell'arco di tutto l'anno cerchiamo di proporre momenti più propriamente enogastronomici a fianco di momenti più culturali. La ceramica che faccio io non è un prodotto, uno scopo artigianale o di utilizzo, ma è un prodotto artistico. Nella tecnica della maionica sono comunque fatte con un'intenzione moderna, accavallando dei colori, degli smalti, con la riserva della cera, e quindi risulta comunque un prodotto emotivamente forte, dove oltre al simbolo della scultura della cometa ci sono gli smalti che rendono l'intenzione emotiva dello stato d'animo. Nel raku invece si riescono a ottenere delle iridescenze metalliche che comunque rappresentano comunque uno stato d'animo. La cottura a cielo aperto permette all'atmosfera di agire sulla cromatica, sugli smalti, perché il forno viene aperto ad alta temperatura e gli smalti subiscono delle varianti legate all'atmosfera che ci sta intorno. Sehen Sie hier das Rosenherz, ein tiefes Erlebnis der Liebesqualität, wie sie unter Menschen sein kann. Und hier in der Fortführung, wenn sie sich entfaltet und wir im Prinzip gebündelte Energie durch Körper, Geist und Seele fließen lassen können. Und so ist es auch, dass sich in jedem Menschen diese Kraft bündelt in einem Zeichen und dieses Zeichen sichtbar wird. Spürbar für den Menschen, für mich und andere, die sehen können, sichtbar mit dem inneren Auge. Und wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass wenn dieses Qi, wie ich es nenne, es kommt ja aus dem Chinesischen, als Bild einem vor Augen tritt, dass dieses Bild uns in allen Lebenslagen positiv unterstützt. Ob im Business, ob mit dem Partner, ob in unserem Glück und in unserer Freude. Bin ich ganz in Monferrato involviert und erlebe die Weite, das weite Gefühl hier in dieser wundervollen Landschaft, wo ich in einen Prozess mit diesem Bild gegangen bin, einem Folgebild von dem Rosenherz. Aber ich kann ihn wirklich vermitteln und das fühle ich, diese Weite. Und in dieser Weite ist jetzt gerade diese Knospe entstanden. Und diese Knospe will auch weit werden, will sich entwickeln. Und als Geschenk auch diesem Land die Botschaft dieser Bilder geben, die ich empfange aus tiefen Erfahrungen mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen der Natur und auch geistigen Dimensionen.